Herzlich willkommen hier an dieser Stelle. Möchte ich mal ein paar Worte über Fill-Ins erzählen. Was ist das denn? Fill-In? Ja, ein kleiner Füllbaustein inmitten eines Grundgrooves. Wir sind ja gerade hier auf der Seite Rockmusik. Man kann also in diesen Grundgroove, den ich hier im Studio gerade angestellt habe, auf 90 BPM Fill-Ins hineinflechten, denn häufig ist ja dieser Grundrhythmus etwas, was ich in der Strophe spielen will. Und dann möchte ich zwischendurch mal so kleine Auflockerungen spielen, mich vielleicht bemerkbar machen oder eben einfach die Emotionalität des Textes oder der Harmonie vom Schlagzeug her unterstützen, vom Rhythmus her unterstützen. Dazu kann man Fill-Ins nehmen. Das bringt aber wieder ein bisschen Schwung in das Fundament, das man mit dem Rhythmus legt. Die Fill-Ins kann man im Grunde genommen überall im Takt platzieren. Dafür gibt es keine Vorschriften. Ohnehin ist es jetzt das Entscheidende, dass jetzt zur Abwechslung neben diesem Cover-Rhythmus, den man ja macht, endlich mal ein kreativer Raum entsteht. Hier kannst du dir also was einfallen lassen. Du kannst deine eigenen Gefühle hineinbringen. Und da sind keine Grenzen gesetzt. Ob du Töne nimmst, ob du Basstöne nimmst, ob du Tipps nimmst, alles ist möglich. Da hilft eigentlich nur eins: ausprobieren. Ich empfehle dazu, sich den Grundgroove aufzulegen. Ich habe aufgrund dieser Vielfalt auch gar keine konkreten Bilder gemacht, sondern man geht von der Übung her auf den Grundgroove und wenn man dann da drinnen ist, dann fängt man an, ja, dem Bauch nachzugehen. Ist es gut, die Achtelmotorik oder die Sechzehntelmotorik schon geübt zu haben, denn die Hände gehen jetzt aus diesem Grundgroove für kurze Zeit meistens in eine höhere Stufe, in die Achtel, in die Sechzehntel, um hier zum Beispiel zwischen 4 und 1 was aufzufüllen oder vielleicht zwischen 2 und 3 etwas einzuflechten. Gerade wenn ich den Grundrhythmus einhändig spiele, weil ich an sich in einem ruhigen Stück bin, wo der Gesang hörbar werden soll, dann ist diese Nebenhand immer davon geprägt, dass sie gerade nichts tut und Gefahr läuft, nicht schnell genug zu sein. An dieser Stelle hilft wiederholen, wiederholen, wiederholen. In dem Sinne, let's groove.